So, eben mal testen, ob das Switchen hier auch geht. Ich switch mal jetzt auf mein Videoaufnahmegerät. Mal schauen, ob das funktioniert. Jawohl, das funktioniert. Und dann können wir hier live auch einen Angriff machen mit dem Barfuß. Der Barfuß, braucht jetzt aber erstmal ein paar Truppen. Und dann können wir gleich den Angriff mal auf ein stärkeres RH9 wagen. Bis gleich. Und damit ein herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten aka Toto beim Clan True Warriors. Ich will mit dem Rathaus 8 ein stärkeres Rathaus 9 angreifen, weil wir hier ein 20er CK haben und haben dann immer das Problem, dass wir leider unten etwas schwach besetzt sind, nämlich mit zwei RH8. Wie ihr hier sehen könnt, das ist einmal der O und einmal der Chief und der Gegner hat auf der anderen Seite schon komplett RH9, die jetzt leider allerdings schon gemacht wurden. Meinen ersten Angriff habe ich leider auf die 18 verballert. Deswegen gehe ich jetzt einfach weiter hoch und hoffe, dass ich wenigstens jetzt mit meinen doch etwas schwächeren Truppen das Rathaus hier erreiche. Das wollen wir mal gucken. Er hat ja eigentlich die Clanburg relativ weit außen stehen, so dass wir letztendlich die Clantruppen hier locken könnten. Das gucke ich mal, ob ich da eine Truppe für habe. Da habe ich jetzt leider keine Truppe für. Dann machen wir eben mal einen Hock dafür fertig und nehmen hier einen Magier raus. Nein, wir nehmen keinen Magier raus, sondern wir nehmen hier den raus. Und damit wir einen Hock rauskriegen, ja, doch, müssen wir doch den Magier irgendwo hier wegkriegen. Dann reicht uns aber auch ein Magier und vielleicht, ja, doch, wir müssen den nehmen. Anders geht es irgendwie nicht. Ich muss den jetzt locken können. Und aktuell sieht der CK noch recht ausgeglichen aus, dadurch, dass wir unten zwei Angriffe weniger haben und der Gegner ja auch schon so ein bisschen angegriffen hat. Wir sehen das hier, dass auch schon im oberen Bereich angegriffen wurde. Bei uns wurde auch schon im oberen Bereich angegriffen. Da zeige ich gleich sicherlich auch ein AG. Aber ich greife auch noch mit einem RH9-Account das etwas stärkere RH10 hier an. Das heißt also, für mich aus Sicht von RH9 ist dieses natürlich ein starkes Dorf, denn er hat zwei Infernos hier stehen. Er hat hier einen X-Bogen stehen, der zwar noch auf Level 1 ist, aber es ist der dritte X-Bogen. Er hat hier außen eine Queen am Rumhampeln. Die kriegen wir sicherlich, ach, die lassen wir einfach mal weg, weil wir hier nicht unbedingt auf 3 Sterne gehen, sondern eigentlich mehr auf 2 Sterne, aber wir gucken uns den Angriff dann auch live an. Ich werde also in den Accounts hier switchen, während wir uns dann hoffentlich ganz angenehme Kämpfe anschauen. Und wir haben unsere Truppe zusammen für die Nummer 17. Dann gehen wir die jetzt auch mal an. Ich würde sagen, wir versuchen die Clanburg hier von rechts zu locken und locken die hier hinten irgendwo hin. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich wenig Beschuss eigentlich bekomme. Ich glaube, das ist so ein Türmchen hier, da kriege ich relativ wenig Beschuss von irgendetwas. Da kann ich den Bogi eigentlich hinschicken und dann kann ich hier über diese Flanke auch mit meinen restlichen Truppen reinkommen. Das Problem ist halt beim RH8, du hast keinen Sprung, du hast nur die Mauerbrecher und dementsprechend ist das schwer, in so eine Base überhaupt reinzukommen. Aber wir gucken mal, wie sich so ein Go Vibe hier schlägt im RH8-Bereich auf ein RH9 und sagen jetzt einfach mal Attack. Ich bin jetzt vielleicht etwas leiser, weil ich mich kurz mal ein wenig konzentrieren muss. Ja, ich weiß, nicht viel, aber etwas. Wir sitzen hier oben mal in unserem Bogi. Oh, da kommt natürlich hartes Brot raus aus der Clanburg und da muss ich mir jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Aber ich denke mal, wir setzen trotzdem hier unsere Bullies und giften hier die Truppen mal weg. Ah, die sind noch alle auf einen Haufen. Das ist natürlich optimal für uns. Mal sehen, ob wir hier jetzt die Mauerbrecher irgendwo reinbekommen.
Aber die Klammerbuch muss ich erstmal erledigen. Jawohl, wir kriegen die Mauerbrecher da rein. Und dann warten wir noch eben, ob das Lager weggeht. Jawohl, das geht weg. Und schicken jetzt mal unsere drei Packers, dass die hier allglatt hier geradeaus reingehen. Die dürfen auf gar keinen Fall nach außen gehen. Die müssen rein. Die Bowler, das ist mir eigentlich egal, wo die hingehen. Aber die Packers, jetzt muss ich kurz mal laut werden, weil der King muss hier gezündet werden. Die Truppen muss ich jetzt auch durchhalten, dass ich wenigstens das Rathaus hier erreiche. Das sieht erstmal noch bescheiden aus. Ich habe noch ein paar Bowler da links am Laufen, aber hier geht jetzt im Moment nichts irgendwo in die Mitte rein. Und so werden das hier leider auch wieder 0 Sterne mit dem Packers und meinen restlichen Truppen. Na, vielleicht wird es doch einer, da gehen die Packer jetzt raus und machen vielleicht noch ein paar Nebengebäude. Unten habe ich noch den Magier gesetzt, dass der noch wenigstens ein, zwei Gebäude schafft. Aber der kriegt jetzt bestimmt Beschuss von der Kanone. Ja, so ist es auch. Und naja, ich habe den einen Stern geholt. Das waren die 50%, war knapp am Rathaus. Ist nicht so tragisch. Komischerweise leben alle drei Packers, hurra. Nur gehen die natürlich niemals mehr irgendwo einen anderen Weg als jetzt schön außenrum, Lager für Lager. Aber so hole ich jetzt noch ein paar Prozent. Und dann war das ein Stern auf die RH9 Base hier. Ihr seht selber, das ist eine Max RH9 und da muss ich mit dem 8er rein. Das ist halt das Doofe bei uns manchmal in den 20er Clan kriegen, dass wir hier relativ hoch angreifen müssen. Und das sind natürlich vertane Angriffe, weil dieser eine Stern, der bringt mir jetzt nichts als ein bisschen Genugtuung nach dem Motto, hurra, ich habe einen RH9 gemacht. Und dann switche ich einmal im Hintergrund auf den Account hier, der ist gerade offline, den schalten wir kurz online. Und während ich auf meinem Tablet aber in den anderen Account rein switche, können wir uns hier ganz gemütlich ein, zwei Angriffe noch angucken. Ich werde hier unten jetzt mal wechseln. Dann kann ich gleich auf den RH9 Account auch drauf gehen und ein RH10 angreifen. Das heißt also wieder ein stärkeres Angriff aus meiner Sicht. Und das wird sowieso schwer genug, weil ich die Angriffe eher weniger mache, wo ich vor allen Dingen RH10 angreife. Bisher konnte ich immer ein bisschen runtergehen. Bei diesem CK hier ist es jetzt, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Da kann ich in jedem Fall den ersten Angriff hier auf ein RH10 ruhig machen. Vielleicht auch mit 2 Sternen wäre ja ganz schön, weil ich bin mit Avatar doch relativ hoch angesetzt hier. Und mal gucken, wie ich mich dort schlage. Während wir hier unseren Ragnar sehen, habe ich schon auf dem Tablet auf den anderen Account gewechselt und würde jetzt auch gleich angreifen. Aber er ist hier auf die letzte Base, die auch schon maxed out war. Also das ist wirklich ein blöder Krieg wieder unten rum. Da kann man nichts machen. Das nenne ich jetzt nicht ein Mismatch oder so. Das ist einfach so. Und ich hatte das schon oft genug bei uns angesprochen, dass wenn wir kleine CK spielen, also 20er, dass wir bitte unsere 3 Achter rauslassen. Das bringt uns hier unten wirklich nicht weiter. Wir haben jedes Mal hier unten 9er. Wir haben 2 Achter auf unserer Seite, die dann irgendwo ihre Angriffe verbummeln. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch im Clan auch so. Ihr könnt mir das gerne mal in eure Kommentare schreiben, ob das ähnlich ist oder ob das Parallelen hat, dass das dann nicht passt und dass der Gegner dann dementsprechend nicht, ich sag mal, richtig rausgesucht wird. Denn optimalerweise hat man natürlich hier beim Gegner auch einfach mal 2 RH8er. Und so ist das unten schon mal absolut 1:1 ausgeglichen. Aber ich hatte ja gesagt, wir wechseln kurz einmal aufs Tablet rauf. Da sind wir wieder auf dem Tablet. Das geht hier ruckzuck, nämlich per Mausklick in der sagenhaften Software. Und ich würde sagen, ich habe alle Truppen beisammen. Ich mache nämlich einen Queen Walk mit ein paar Bowlern im Gepäck, ein paar Riesen, um den Single Inferno so ein bisschen aufzuhalten und hoffe, dass ich irgendwie und irgendwo in diese Base komme. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber ich check das jetzt einfach mal. Lass die Aufnahme hier komplett durchlaufen. Wir gucken uns den 9er hier an. Also ich bin mit Avatar sehr hoch angesetzt, nämlich 9er. Und ihr seht selber, ich habe hinter mir sogar 10er. Ja, das sind unsere 9,5er. Und da ich ja einen echten 9er spiele und die hier nur so 9,5 sind,
bin ich dementsprechend hoch angesiedelt. Liegt aber wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, an den Helden, dass die schon recht hoch sind. Aber wir checken einfach jetzt die neuen live. Und ich hatte mir ja einen Plan überlegt, welchen Plan ich noch nicht habe, wie ich die Clanburg hier locke. Irgendwie locke ich die. Das muss ich mal sehen. Das entwickelt sich dann manchmal auch aus den Kämpfen selber hier, wie man das letztendlich macht. Das, was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss hier die Lager wegmachen, dass mir die Queen relativ gut läuft. Hier hinten wollte ich die Hütte machen. Und dann gucken wir mal, dass ich die ersten Gebäude hier bekomme, beziehungsweise die ersten Deffe. Denn wenn ich die weg habe, dann kann ich meinen Hock setzen und kann unter Umständen die Clanburg blocken. Ich glaube, der muss jetzt noch weg. Jetzt kann ich meinen Hock nämlich setzen. Mal sehen, wo der hingeht. Ja, der geht genau dahin, wo ich ihn hinhaben wollte. Nämlich zu den Clanburg-Gruppen. Da setze ich jetzt aber mal noch einen Magier mit dabei, dass der da ein bisschen mit drauf geht, denn ich glaube, die vier Heiler schaffen das nicht ganz. Oder packe ich den Drachen noch? Nee, ich muss zünden, geht nicht anders. Das muss ich jetzt leider mal so machen. Schicke hier jetzt also mal meinen restlichen Stoßtrupp mit rein, meinen King hier mit rein und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwo so springen können. Den muss ich jetzt allerdings schon zünden, weil der ist nämlich sonst gefährdet von dem Single Inferno und den muss ich kurz mal frosten. Ist einfach so, das ist das Leid des RH9s. Ich komme da wahrscheinlich auch gar nicht ans Rathaus ran. Da muss ich mal gucken. Der feuert nämlich jetzt auch schon Single. Oh, ich habe einen Stern. Das ist natürlich nicht schlecht. Und sauber. Thorsten, das hast du sauber gemacht. Muss ich mal wirklich so sagen. Und da würde ich sagen, habe ich Truppen vergessen. Ja. Genau die, die es eigentlich aufhalten sollten. Oh Mann. Na gut, dafür ist es live und dafür haben wir verbaselt. Aber ich glaube, jetzt holen wir wenigstens den zweiten Stern. Wie wir den jetzt geholt haben, das sah jetzt eher aus wie so, oh, ein Vollanfänger oder so. Ja, ich hab meine Riesen vergessen. Ist einfach so, das sah jetzt richtig beschissen aus. Aber wir haben hier die zwei Sterne geholt und mehr sind hier mit dem Avatar. Ja, vielleicht wären doch mehr drin gewesen. Dann hätte ich die Riesen noch vor meine Valkyries geschickt, denn die Valkyries mussten jetzt tanken. Das war nämlich das Blöde an dem Fight hier. So sind das hier zwei Sterne geworden. Mehr habe ich mir auch hier nicht erhofft. Ja, da kann ich nichts machen. Und das kriege ich jetzt sicherlich auch richtig blöde in den Kommentare. Afa, bla bla bla, ja ja. Ich weiß, das war jetzt nicht so geschickt, aber ich habe ja noch einen zweiten Angriff mit diesem Account hier und switche eben mal wieder die Dörfer. Achtung, zack. So, da bin ich jetzt wieder beim Thorsten im Dorf und ich würde aber trotzdem noch den einen oder anderen Angriff zeigen, nämlich den hier von Hocke, den hatte ich mir schon angeguckt. Der war nämlich auch richtig knapp. Das sehen wir hier, dass der Hocke mit der Bowler Gang in diese Base reinkommt. Und ich hatte eigentlich gedacht, oh, da kommt er schlecht rein hier mit dem Sprung jetzt über diesen Zipfel. Aber die Bowler gehen nicht nach außen mit den Riesen, sondern sie gehen schön rein. Aber in der Mitte mit den drei Teslas und den Fallen dahinter ist das schon eine ziemlich knackige Geschichte hier gewesen. Und bis jetzt sind es auch nur zwei Sterne. Haben immer noch ein Inferno, der hier alles wegbrutzelt. Und jetzt stirbt allerdings auch der Warden. Dafür macht er einfach zu wenig Schaden. Der schafft den Tesla nicht mehr. Und jetzt hat er hier eigentlich Glück, dass hier Luftfallen sind, um nur die Highlights wegzumachen und nicht noch irgendwo seine Bogis wegzumachen und rettet sich hier mit ein paar Bogis in die 50% rein. Das ist auch in Ordnung. Und so waren das hier erstmal zwei Sterne im oberen Bereich, das ist für uns gut. Da macht dem Hocke sowieso keiner einen Vorwurf, er ist noch ein recht frischer RH11, das seht ihr selber, jetzt war starke Truppen, aber noch nicht ganz die passenden Helden. Der Warden ist noch auf 5, die Helden können auch noch so den einen oder anderen Level vertragen, dann wird das hier auch was und wir haben ja auch im letzten Kriegen gesehen, dass Hocke auf RH10 eigentlich auch mal einen Stern mehr holt oder zwei Sterne mehr holt, nämlich einen 3-Stern.
Und im Moment ist noch alles relativ ausgeglichen. Ich werde mir jetzt sicherlich einen anhören müssen, leider von meinem Clan, dass ich den RH10 mache. Das hätten ja auch RH10er machen können. Aber ich habe ja, wie gesagt, wir haben noch reichlich RH9 Angriffe. Ich sehe das zuversichtlich, dass die unteren RH9s alle fallen, denn hier oben fangen die RH10s ja auch recht früh an, also bei 13. Und haben hier auch noch einen Neuner dazwischen. Ich fand jetzt die zwei Sterne in Ordnung. Sie waren zwar irgendwo blöd gemacht, aber was soll ich machen? Set is live. Und dementsprechend hoffe ich, dass euch trotzdem diese 3, 4, 5 Angriffe gefallen haben. Zwei davon live von mir. Ich werde den zweiten von AFA sicherlich nicht live zeigen können, aber ich werde ihn dann aufnehmen, wie ich auch den Rest hier von dem CK sicherlich wieder aufnehme. Bei mir im Dorf langweilen sich alle. Ich farme mehr recht als schlecht. Habe zurzeit auf der Arbeit vermehrt zu tun und bin froh, dass ich hier abends dann überhaupt erstmal eine Folge hinbekomme, denn ich kann die tatsächlich nur abends drehen. Ich schaffe das tagsüber natürlich irgendwo gar nicht. Und freue mich aber, dass ihr mir den Content hier so gut bewertet. Ich habe das heute Abend mal alles gelesen, was mir überhaupt in die Kommentare geschrieben wird. Und ich bemühe mich, das Ganze auch ein bisschen entgegenzusetzen. Das heißt also, dass ich immer mal wenigstens einen Daumen nach oben klicke oder dieses Herzchen klicke oder auch einen Kommentar dazu gebe, wenn da doch was Witziges zu kam. Da freue ich mich tierisch drüber, dass ihr dort immer mal wieder was reinpinnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in jedem Fall in dieser Woche wieder mit einer Folge, wenn der Toto denn flasht.